Gut, starten wir. Herzlich willkommen zu Episode 14 vom Mountainbike Podcast Pokal oder Spital. Und wir begrüßen traditionell in Wiesbaden Moritz. Hallo, 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 hallo. Ja, ja, einmal rückwärts, rückwärts, rückwärts. Ja, ja, ja. Und wir begrüßen in Brandenburg Markus. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Haha, damit hast du nicht gerechnet. Das haben wir, glaube ich, das letzte Mal vergessen. Haben wir voll vergessen, ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Es wurde erwähnt, ich bin auch da übrigens, Hannes, wie immer, Lemgo, es ist scheiß Wetter. Ich grüße auch noch in die Runde, bevor ich hier gleich wieder abgedreht werde. Hi zusammen. Guten Tag. Ja, sehr gut. Ich habe es nämlich tatsächlich auch gemerkt. Wir haben, oder kann sogar sein, dass wir es zweimal jetzt schon vergessen haben, glaube ich. Seit Ewigkeiten. Also, ich habe mich gerade gefragt, was ist das für eine Musik? Ja. Haben wir nicht noch mehr Musik? Was ist mit der die Biermusik? Die müssten wir auch mal wieder spielen vielleicht. Biermusik, die haben wir seit der ersten Episode nicht gespielt. Dann können wir auch wieder mal die Musik spielen. Ich habe mir heute extra einen Fax aufgemacht. Also, für unsere... Oh, ein Fax ist gut. Die 5-Liter-Dose, die große, oder? Ja, genau. Vorteilspackung. Ja. Wir sind wieder leicht verspätet. Wir haben unseren 2-Wochen-Rhythmus nicht ganz eingehalten. Wir geloben aber Besserung. Heute ist der 21. September Aufnahmedatum. Die Schallplatte hat einen Sprung. Genau. Und wo wir gerade schon das Bier angesprochen haben, trinkt ihr denn heute mal wieder Bier? Oder nicht? Moritz kann sich nicht entscheiden. Also ich auf jeden Fall. Ich hab ein Bier. Diesmal ausnahmsweise nicht von meiner Schwägerin zur Verfügung gestellt worden, sondern von, aufgepasst, von unserem Thomas. Also vom Rewe um die Ecke. Der hat es wahrscheinlich vom Rewe um die Ecke. Ich war letztens irgendwie im Hauptquartier bei der Redaktion zu Besuch und hatte mein iPhone-Ladekabel vergessen. Und das ist nicht nur ein iPhone-Ladekabel, sondern ein 1,80 Meter langes iPhone-Ladekabel, was übrigens Pro-Tipp ist, einfach das Beste, was es gibt. Jedenfalls also hatte ich es vergessen und hatte Tom gebeten, mir das zuzuschicken. Und damit er nicht irgendwie ein Paket für ein Kabel packen muss, hat er einfach noch eine Flasche Bier reingelegt. Und zwar ein BrewDog Elvis Juice, ist ein IPA mit, pass auf hier, was steht da? Grapefruit Infused. Das heißt, das wird wahrscheinlich nach Pampelmuse schmecken. Ja, und das ist... keine Ahnung, noch nie getrunken. Werde ich jetzt öffnen und mir eingießen. Das ist eins meiner Lieblingsbiere. Ernsthaft? Ich habe es auch Tom empfohlen tatsächlich, weil ich völlig ausgerastet bin, als ich im Rewe tatsächlich bei Tom... Um die Ecke. Beim Rewe um die Ecke, fast um die Ecke bei ihm. Da waren wir doch letztens in dem Rewe, ne? Ja, genau. Ja, dieser Schrottrewe. Ja, der wird zwar bald gesprengt jetzt. Da kommt neuer. Nicht den Schrottrewe um die Ecke, sondern tatsächlich um eine etwas weitere Ecke. Also vielleicht der Kreisverkehr. Der ist schon eine sehr große Rewe. Und da war ich drin und ich bin vor Freude. Ach, der Rüdesheimer Rewe. Fast. Auch nicht in Rüdesheim. Einen noch davor. Egal. Der an dem Kreisverkehr da. Und da gab es tatsächlich das IPA und ich bin vor Freude an die Decke gegangen, als ich gesehen habe. Du hast erzählt, du hast dir gleich einen Rucksack voll gepackt damit, ne? Ja, ich habe direkt 10 Flaschen mitgenommen, weil selbst online kostet das Ding das Doppelte. Also der Preis ist wirklich sehr in Ordnung und ja, ich bin mal gespannt, was du sagst. Ich habe auch ein Bier und zwar habe ich auch ein IPA, allerdings wieder ohne Alkohol, also für alle Leute, die gerne ein leckeres IPA trinken wollen, vielleicht noch eine Empfehlung. Ich hatte es schon mal getrunken, ich werde es jetzt zum zweiten Mal verkosten. Ein Dolden 0 vom Riedenburger Brauhaus, ist auch ein Bio-Bier. Das sagt mir irgendwas. Ich hatte schon mal, der geneigte Hörer wird sich erinnern, ich hatte schon mal einen Dolden Dark vom Riedenburger Brauhaus. Genau. Und das ist jetzt das Dolden 0, ein wunderbarer Name für dieses Bier. Und 42 Prozent Ibu. Genau, es ist ein Wodka-Bier. es ist tatsächlich relativ bitter und das werde ich jetzt auch mal aufmachen. Und hat dann eigentlich Moritz was heute am 21. September 2018? Nee, am 21. September 2018 habe ich nichts außer Wasser. Weil, wisst ihr, was heute ist? Heute ist Herbstanfang und ihr feiert das auch noch mit einem Bier. Stimmt. Yes. Mir ist nicht nach Feiern zumute. Wieso nicht? Ja, Sommer ist vorbei. Ja, dann gibt es jetzt endlich Regen. Ach. Bei uns ist für heute das erste Mal Regen angekündigt wieder.
draußen, der Wind, der weht jetzt schon. Es kommen so ein paar Böen durchgezogen und der Himmel verdunkelt sich so langsam. Ich bin gespannt, vielleicht klappt's mal. Jetzt geht die Sonne bei euch du solltest morgen für die nächsten paar Monate runter, oder? Ja. Oh, ich brauche halt nicht gießen, das ist so geil. Aber Moritz, weißt du, vielleicht ist auf dem Flak-Trail dann, wenn ich das nächste Mal da bin, wieder ein bisschen mehr Grip. Ja, oder ein bisschen weniger Bäume. Ja, das mehr, weniger Bäume finde ich auch gut. Ja, ich würde sagen, Prost. Ja, Prost. Zu Wasser und hat Blut erstmal auch eine sehr angenehme Farbe übrigens, das, wie heißt das Zeug? Habe ich schon wieder vergessen. Elvis Juice. Ja. Cool. Elvis Juice. Alter. Wow. Das ist geil, oder? Das ist schon mal gut, ja. Also die Grapefruit, aber hallo. Das lasse ich mir gefallen. Und deins? Ich finde es auch, also es ist tatsächlich wirklich, hat einen ähnlichen Bitter, eine ähnliche Bitterness wie ein richtiges IPA. Natürlich, man merkt so, das hatte ich ja beim letzten auch schon, so am gegen Ende fehlt so das, was so der Alkohol normalerweise so mit dem Geschmack macht. Das heißt, es ist ein bisschen dünner, aber insgesamt es riecht exakt so wie ein richtig gutes IPA und ich finde es super. Also ich glaube tatsächlich, wenn die Dinger, das wird jetzt nicht immer irgendwie mein Favorit sein, weil die auch einfach das doppelt so viel kosten wie so ein Standard alkoholfreies Bier. Aber doch gelegentlich wird das definitiv, wird glaube ich beides, das Wolfscraft vom letzten Mal und das hier öfter mal bei mir zu finden sein, glaube ich. Das ist echt sehr lecker. Sehr schön, cool. Und Moritz, sein Wasser? Ja, das Wasser kalt und klar. Perlt. Ach, so kaltes, klares Wasser. Nee, ohne. Ja, schön aus dem Hahn. Ja, einfach so aus dem, genau. Ja, cool. Ja. Gut. Ja, gab's Feedback? Also, es ist einiges passiert, tatsächlich, was das Feedback angeht. Wir wollen uns erstmal bedanken. Wir hatten ja letztes Mal dazu aufgerufen, dass ihr bitte Fotos postet von euch, wo ihr den Podcast hört. Es haben Anto und dann, wie spricht er sich aus? GKCK, würde ich sagen. Floxy und Flagmo haben Infos und Fotos gepostet, wo sie ihren Podcast hören. Ganz oft tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit oder in der Bahn oder so. Gute Wahl, natürlich. Vielen Dank dafür. Und ein Dank, ein persönlicher Dank von mir geht an Illusion.com, den IBC-User Illusion.com für die Lautsprecherberatung, die er auf meine Anfrage in der letzten Folge als Kommentar drunter gesetzt hat. Es ist tatsächlich im Endeffekt nicht dieser Lautsprecher geworden, aber hat mir auf jeden Fall ein bisschen weitergeholfen. Was es für einer geworden ist, das werdet ihr am Ende der Folge erfahren. Und ja, dann noch ein persönlicher Dank an die liebe Katrin, die uns natürlich auch immer wieder hört und uns mal wieder gelobt hat für die letzten Folgen. Also auch vielen Dank an Katrin. Und der letzte Dank geht an den User ANF für das umfangreiche Feedback aus Folge 10. Er hatte unter anderem gefragt, oder ob es nicht sinnvoll wäre, ob es machbar wäre, dass wir einen verlässlichen Erscheinungstermin haben. Wir probieren das natürlich. Es ergibt sich leider immer so, dass wir nicht ganz, dass wir es nicht immer ganz schaffen, weil wir tatsächlich einigermaßen oft weg sind und es dadurch nicht immer zum richtigen Zeitpunkt schaffen. Also verzeiht uns da so ein bisschen. Wir versuchen das natürlich, wir geloben wie immer Besserung und versuchen das auch weiterhin im zweiwöchentlichen Modus hinzukriegen. Dieses Mal mal wieder etwas verspätet. Aber werden wir schon hinkriegen. Genau. Ich wollte mich auch noch mal bedanken für die Leute, die Fotos gepostet haben. Und da ich weiß, dass es auf jeden Fall mehr als 4 Leute sind, die diesen Podcast hören, würde ich mich freuen und würde mir wünschen, dass noch mehr Leute einfach ihre Fotos schicken. Also die anderen 4? Die anderen 4 Leute, genau so ist es. Genau. Habt euch nicht so, ladet die Fotos hoch, ist nicht schwer. Genau. Themen. Wir sind am Ende der Saison angelangt. Und Moritz, was heißt das für das Thema Downhill? Oh, endlich Urlaub, heißt das. Hast du dir verdient. Ja. Die Rennsaison ist vorbei, jedenfalls der Hauptteil der Rennsaison.
Oder das, was man als... hat es eigentlich einen Namen? Die Saison? Ja, Saison. Die Saison ist vorbei. Die Off-Season hat angefangen mit der Weltmeisterschaft in der Schweiz. Ist das letzte große Rennen des Jahres über die Bühne gegangen. Und da werden wir uns gleich sicherlich noch ausführlich drüber unterhalten. Genau. Sollen wir noch so einen kurzen Überblick machen, was wir sonst so haben? Ja, genau. Das war eigentlich meine elegante Weiterleitung dazu. Das war wirklich sehr elegant. Wir haben das ja letztes Mal schon angesprochen. Wir wollten das letzte Woche oder das in der letzten Folge schon ein bisschen machen, hat natürlich zeitlich mal wieder nicht gereicht. Wir werden heute endlich den ersten Teil unserer Fotostunde machen und werden ein bisschen was über unsere Tätigkeiten als Fotografen erzählen und auch Userfragen aufgreifen, die ihr zum Thema Foto gestellt hattet. Wir werden von unseren Neuerwerbungen erzählen, haben wieder Bike-Hacks für euch und wenn wir dann noch Zeit haben, haben wir vielleicht noch das ein oder andere Thema zusätzlich und werden natürlich dann wieder schauen, wie das Bier war. Wahrscheinlich hat sich Markus da schon das zweite irgendwie noch schon aufgemacht. Nee, als Tom hat ja nur eins geschickt, der Hund. Ah, okay. Ja, auch wir müssen sparen. Das fällt ihm ein. Genau. Das wäre so grob mit der Planung. Und ich übergebe das Wort an unseren Downhill-Spezi Moritz. Jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Ich weiß gar nicht so sehr, was ich erzählen soll. Wie lange ist es jetzt her? Auch knapp 2 Wochen. Vor knapp 2 Wochen war die Weltmeisterschaft in der Schweiz. Genau, das letzte Mal, als wir gepodcastet haben, war ich nämlich gerade in der Schweiz. Das war ein paar Tage vor der WM. Die liegt jetzt hinter uns und es war ein sehr, sehr cooles Rennen. Beziehungsweise es waren sehr, sehr viele sehr coole Rennen. Sowohl im Downhill als auch im Cross-Country. Ich glaube, beide Rennen mit einem neuen Zuschauerrekord. Bei beiden Rennen waren um die 20.000 Zuschauer vor Ort, was absolut gigantisch war. Atmosphäre war grandios. Und die Rennen, die waren auch sehr, sehr sehenswert. Habt ihr es euch angeschaut? Was waren so eure Eindrücke? Ich konnte leider nicht. Ich habe es gesehen. Auch nicht die komplette Zeit, weil da natürlich noch weitaus mehr Fahrer irgendwie übertragen wurden. Und die ganze Zeit habe ich es nicht geschafft, aber es war mal wieder irgendwie krass, weil auch bis zum Schluss interessanterweise mal wieder Martin Mees, der hat ja einen unfassbaren Laufmoment, hing er wieder ganz oben und das fand ich schon wieder völlig krass. Also ich glaube, eine Weile war auch Greg Minar, saß eine ganze Weile auf dem Hotseat, was ich dann auch persönlich ziemlich gefeiert habe. Aber es war relativ schnell eigentlich klar, dass dann noch ein paar Leute kommen, die dann doch schneller sind. Und dann hat Martin Mees wieder dieses Ding rausgehauen. Und dann kam aber natürlich und wie ich glaube auch Markus und ich haben es, glaube ich, grob getippt. Ich glaube, ihr habt es beide vorhergesagt. Oh. Ja, wir haben es. Genau, wir haben es. Haben wir uns ja letzte Woche schon grob drüber unterhalten, dass es Brüni wurde und Loic Brüni hat einen Wahnsinnslauf runtergehämmert. Mit 2 Zehntel dann doch noch schneller gewesen als Martin Mees und ist verdientermaßen wieder Downhill-Weltmeister. Und letztes Jahr war er schon. Und Danny Hart auf 3, auch wieder super. Nee. Doch, der war doch. Zweiter. Ja, zweiten habe ich getippt, dritter ist er geworden, genau. Ja, 5 Punkte. Ah. Wen hast du auf 3 getippt, Markus? Aaron Gwynn. Oh. Ja, der war zumindest, was war denn der, auf dem fünften Platz? Gwynn war, ne? Ja. Ein bisschen enttäuschend wieder. Du warst auf Lukas Shaw, glaube ich, Moritz, ne? Ich weiß es gar nicht mehr so genau, wen ich getippt hatte. Ich habe, glaube ich, einen Potpourri an Fahrern genannt und gehofft, dass irgendeiner dabei sein wird, dass ich mich jetzt hier feiern lassen kann. Ich glaube, ich hatte gesagt, dass ich Brooke McDonald super cool finden würde, genau. Der dann auch die Quali gewonnen hat, aber irgendwie im Finale keinen so guten Lauf runtergebracht hat. Und die Quali bei der WM, die ist sowieso immer so ein bisschen, er wird viel taktiert und nicht Vollgas gefahren und so weiter. Also
Ja, am Ende ist es Loic Kuni geworden, was ich aber auch super finde. Also hat mich sehr gefreut, weil ich finde, das habe ich mit Sicherheit auch schon mal in einer der letzten Episoden gesagt, weil ich einfach finde, dass es so einer der sympathischsten Fahrer ist. Immer nett, immer gut drauf. Auch sein Fahrstil ist ja so ganz, ganz okay. Ja. Er hat gerade ein Interview gegeben. Habt ihr das mitbekommen? Ja. Mhm. Ja. Und in dem Interview hat er lustigerweise gesagt, das war sein erster Siegeslauf, bei dem er das Gefühl hatte, alles unter Kontrolle zu haben. Also er ist nicht voll am Limit gefahren oder überm Limit gefahren, sondern hat so ein bisschen rausgenommen für seinen Finallauf, weil er der Meinung war, in der Schweiz würde derjenige gewinnen, der die wenigsten Fehler macht. Und deswegen ist er, hat er lieber mal ein bisschen zu viel gebremst und so haben wir einen sehr sauberen Lauf runtergebracht. Und das war letzten Endes auch das, was ihm zur Goldmedaille verholfen hat. Weil eigentlich, ich denke nach wie vor, dass Loris Vergier das Rennen ziemlich sicher gewonnen hätte, wenn er nicht im Wald zwischendurch mal gestanden hätte. Da hat er fast 2 Sekunden verloren, war dann im Ziel 0,7 hinter Bruni. Also wenn der nicht einen dicken Fehler gemacht hätte, dann hätte Vergier gewonnen. Gwynn hatte, glaube ich, auch einen Fehler drin. Und so zieht sich das eigentlich bei allen Fahrern durch. Also gewonnen hat dann tatsächlich derjenige, der letzten Endes die wenigsten Fehler und die sauberste Fahrt hatte. Das ist sehr weise eigentlich von ihm, muss ich sagen. Und ich finde immer eine ziemlich gute Taktik. Also das kennt man ja eher so ein bisschen, würde ich fast sagen, von Sam Hill irgendwie aus dem Enduro-Sport, der auch jetzt nicht immer voll am Limit fährt, aber dann am Ende meistens relativ weit oben ist. Oder beziehungsweise dann natürlich irgendwie gewinnt. Und war im letzten Jahr, hatte ich das bei Bruni auch schon so ein bisschen, da wirkte er auch, wenn ich mich recht erinnere, super smooth und ist auch ohne jetzt beispielsweise, wenn ich an Danny Hart denke, Danny Hart fährt ja meistens immer Maximum am Limit. Und das sieht meistens völlig irre dann aus, wie er dann fährt. Und meistens kriegt das irgendwie hin, aber manchmal eben nicht. ich fand, das hat er dieses Jahr... das hat Bruni dieses Jahr, wie du richtig sagst, echt richtig geil wieder gemacht irgendwie. Also es war nicht übermäßig spektakulär, aber es war einfach ein super guter Lauf. Mhm, genau. Lustigerweise zwei Statistiken zu Loic Bruni. Mhm. Der hat jetzt mehr Weltmeistertitel in der Elite-Kategorie, als er World Cup-Siege hat. Was ich sehr, sehr interessant finde. Also er hat jetzt zum dritten Mal die Weltmeisterschaft gewonnen. Und hat erst in Anführungszeichen 2 World Cups gewonnen. Das ist krass. Ja, das ist krass. Und dann einmal davon ja in dieser Saison auch, ne? Den 2 genau. Siegen, ja. Ja. Krass. Was ja irgendwie dann doch dafür spricht, dass er sich auf dieses Rennen, also die Weltmeisterschaft, ist einfach nochmal ein sehr spezielles Rennen. Und das spricht ja schon dafür, dass er sich darauf irgendwie dann doch nochmal besonders vorbereitet oder einen anderen Ansatz wählt oder was auch immer. Wobei er jetzt im Interview gesagt hat, er hat eigentlich gar nichts anderes gemacht, sondern einfach so einen Gang vielleicht rausgenommen und wollte kontrolliert runterkommen. Ja, das ist jedenfalls die erste Statistik. Und die zweite Statistik ist, kein anderer aktiver Fahrer hat mehr WM-Titel gewonnen als Loic Bruni. Also er liegt jetzt in der ewigen Bestenliste auf Platz 2. Mit 3 WM-Titeln. Viele hat Greg Minnaar und Sam Hill haben auch beide 3 WM-Titel. Und auf Platz 1 meilenweit vorne ist Nico Vujo mit 8 Titeln. Also da wird niemand mehr rankommen. Unfassbar. Bruni ist ja eigentlich auch noch ein relativ junger Fahrer. Also er ist so der älteste Fahrer des französischen Nachwuchses. Jetzt so diese neue Welle an Fahrern, die da jetzt gerade alles dominiert. Aber so wahnsinnig alt ist er jetzt nicht. Der hat noch einige Jahre vor sich, in denen er auf dem höchsten Niveau fahren kann. Und wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, ob er diese WM-Bilanz noch ausbauen kann und auch im World Cup vielleicht noch so den Schritt nach ganz vorne schafft. Quasi die neue französische Welle. Genau.
Wir hatten ein Interview vorhin angesprochen, aber nicht gesagt, wo es es gibt. Ihr werdet es nicht glauben, aber das gibt es bei mtbnews.de. Wir verlinken das in den Shownotes. Ah, cool. Wahrscheinlich habt ihr es eh schon alle gelesen. Hoffentlich. Mich dann sofort lesen. Ja. Auch sehr, sehr spannend oder auch sehr beeindruckend war das Rennen von den Frauen, fand ich. Genau das, wollte ich jetzt. Vor allem die Abfahrt von Rachel Atherton war sensationell mit, ich weiß nicht, ob sie knapp über oder knapp unter 10 Sekunden Vorsprung hatte. Auf jeden Fall hat sie das Rennen absolut dominiert. Und man hat es schon in der allerersten Kurve gesehen und wie sie aus dem Starthäuschen raus ist, dass das jetzt eine unglaubliche Fahrt wird, wenn sie es denn ins Ziel bringt. Und das hat sie geschafft. Fand ich super beeindruckend. Von daher, Hut ab für diese Leistung. Hätte ich nicht gedacht, dass das Rennen bei den Frauen so eindeutig entschieden wird. Vor allem zeigt es so ein bisschen auch, dass Rachel Atherton jetzt auch eigentlich ja wieder eventuell auf dem Weg dahin ist, wo sie vor anderthalb Jahren, sag ich mal, war noch. Wo sie ja alles dominiert hat im Endeffekt. Und jetzt halt 10 Sekunden auf Tanny Seagrave, mit der sie sich ja doch ziemlich viel gebettelt hat, irgendwie dieses Jahr rauszufahren, ist halt schon mal einfach krass. Also 10 Sekunden ist einfach krass. Das ist, das ist so Wally Hill-Style. Ja, das ist echt Wally Hill-Style, ja. Was man übrigens auch nicht, was man nicht vergessen sollte, ist, dass wir einen super 9. Platz von Nina Hoffmann haben, die vor Namen wie Carina Capillari oder Caro Gehrig zum Beispiel auch reingefahren ist oder Miranda Miller. Miranda Miller war letztes Jahr dran, oder? Die ist doch letztes Jahr Weltmeisterin geworden. Mhm. Ja, genau. Ja. Also wie gesagt, sie ist ja jetzt erst vor kurzem auch deutsche Meisterin geworden im Downhill und jetzt fährt sie auf Rang 9. Also da bin ich wirklich mal gespannt, ob sie den Drive irgendwie in die nächste Saison mitnehmen kann. Und das vielleicht auch da ein bisschen, sich da vielleicht ein bisschen festsetzen kann im World Cup. Und also wirklich gut. Auch Platz 14, Kim Schwemmer. Bei den Herren ist es von den Deutschen so nicht ganz ideal gelaufen, würde ich meinen. Max Hartenstern knapp noch Top 40 geworden. Ist sonst noch, ich glaube, in den Elite-Herren ist sonst kein Deutscher mehr mitgefahren, glaube ich, oder? Silas Grandi ist noch mitgefahren. Ah, Silas ist noch mitgefahren, stimmt. Ja. Ansonsten hat leider niemand die Qualifikation fürs Finale geschafft. Hm. Ja. Hüllen wir den Mantel des Schweigens darüber. Ja, nee, also wäre tatsächlich mal auch ein spannendes Thema für den Podcast zu diskutieren. Ja, wo es da hakt. Ich glaube, das würde den Rahmen jetzt für die heutige Episode sprengen. Mhm. Ja, fast schon runtergefallen ist die Info, dass natürlich Wally Hörl auch Weltmeisterin geworden ist. auch mit lockeren 11 Sekunden Vorsprung fast. Vor Anna Newkirk, also Wally, muss man einfach sagen, absolut perfekte Saison. Mhm. Das ist echt verrückt. Ja, einfach weißt total beeindruckend. Schon, was sie nächstes Jahr macht, ob sie bei den Juniorinnen wieder startet oder vielleicht schon vorzeitig in die Elite wechselt? Habe ich jetzt nichts mehr gehört. Ja, von daher, nein, weiß ich nicht. Also ist immer noch der Informationsstand von vor ein paar Monaten. Okay. Naja, muss ja auch irgendwas spannend bleiben noch zum Schluss, ne? Ja, ich glaube, spannend wird es jetzt auch zugehen. Gibt ja einige Gerüchte, wer wohin wechseln wird, wer mit wem. Genau, die Wechsel sind. Was und wie und tralala. Mhm. Ja, da lohnt es sich mal, den einen oder anderen Beitrag in der Gerüchteküche zu durchforsten. Werden wir auch sicherlich bald die ersten Meldungen bringen, wenn die ersten Wechsel feststehen. Mhm. Ja. Aber ihr habt es auch, ihr seid doch hier eure Vorhersagen, die war doch so super mit Loic Bruni auf Platz 1. Jetzt sagt doch mal unseren Zuhörern, wer wird in der Offseason wechseln und wohin? Was sind eure Tipps? Boah. Jetzt erwischte uns hier auf dem kalten Fuß. Ja, komplett. Ich muss passen. Ich habe. Nee, das zählt nicht. Okay. Also ich wechsle zu Track und werde nächstes Jahr, jetzt ist es raus, im World Cup an den Start gehen und werde natürlich auch gewinnen.
Natürlich, sonst bräuchtest du ja nicht wechseln, den ganzen Aufwand, ne? Ja, ehrlich, das ist, also ich, naja. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe mich überhaupt, ich von den Hintergründen, ehrlich gesagt, bin ich komplett, komplett raus, wer was irgendwie wo und wer was munkelt, irgendwie wer wohin wechseln könnte. Markus, weißt du, hast du eine Idee? Ich habe höchstens eine Idee, wer nicht wechseln wird. Und zwar denke ich, dass Loic Bruni bei Specialized bleiben wird. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Gut, oder? Ja. Ja. Hat er eigentlich im Interview jetzt auch mehr oder weniger bestätigt, indem er gesagt hat, ja, er freut sich drauf, den 29er zu entwickeln und so weiter und alles halt für Specialized. Klang da sehr zufrieden irgendwie auch so zwischen den Zeilen. Je nachdem, wie exakt jetzt die Übersetzung ist, das weiß ich leider nicht, aber war auf jeden Fall doch optimistisch eingestellt, was das angeht. Ja. Moritz, wo du jetzt so schamlos aufgedeckt hast, dass wir rein spekuliert haben und nichts wussten, wer dieses Jahr erster wird, weißt du denn eventuell was? Hast du es schon Rumoren gehört irgendwie in den Pits oder sonst wo? Ja, lustigerweise gibt es um Specialized und Bruni tatsächlich so einige Gerüchte. Deswegen fand ich es ganz interessant, dass er gesagt hat, er freut sich drauf, den 29er zu entwickeln für Specialized. Kann natürlich auch sein, dass er es einfach so gesagt hat, um ein bisschen abzulenken oder was auch immer. Soweit ich weiß, läuft der Vertrag zwischen dem Team, für das Loic Bruni fährt, und Specialized aus. Und da gab es tatsächlich ein paar Gerüchte, dass Specialized vielleicht jetzt ein eigenes Factory-Team macht oder sich Loic Bruni und Finn Iles dann einfach einen anderen Rahmensponsor suchen würden oder so. Wobei es ja jetzt doch sehr danach klingt, als würde das Team bei Specialized bleiben. Es ist eben kein Factory-Team, das heißt, das Team gehört in Anführungszeichen nicht Specialized, sondern Specialized ist in Anführungszeichen nur Rahmenzulieferer. Und es läuft dann unter dem Specialized-Banner, aber gemanagt wird das Team eben extern. Und eine ähnliche Konstellation ist es beim YT-Mob. Da ist YT eben auch nur der Titelsponsor und Rahmenzulieferer. Aber wenn der Mob sagt, ja, wir würden jetzt gerne was anderes fahren, und natürlich auch, wenn der Vertrag ausläuft, dann sind die da im Prinzip frei. Und nächstes Jahr könnte es dann der Track-Mob werden oder der Pookie-Mob oder so. Der Wisch-Mob vielleicht. Oh Gott. Ja. Aber gerade gibt es ein paar Dominosteine, die das ganze Fahrerkarussell-Konstrukt so ein bisschen durchmischen könnten. Und Specialized ist einer davon, Track sicherlich auch. Dann dieser, wer ist der Amerikaner, der ganz schnell fährt? Ken Block. Genau, Ken Block, ja. Ja, der ist auch unklar, wie es bei denen weitergeht. Ja, von daher dürfte man, dürfte es auch interessant sein, einfach mal jetzt in den nächsten Wochen zu verfolgen, so auf Instagram, wer ist gerade mit wem unterwegs, was wird da gegenseitig abgeliked und so. Cool. Wer tippt denn da? Markus, schreibst du einen Aufsatz? Mach schon wieder die geilen Shownotes, weißt du? Ach so. Okay. Um das so ein bisschen abzuschließen, ganz noch, würde ich gerne auf die World Spikes hinweisen, von denen Moritz wieder grandiose Fotos gemacht hat. Wahnsinnig geile Räder, die jedes Mal für die WM extra hergerichtet werden und lackiert werden. Da muss ich auch sagen, dass Loic Bruni mit seinem goldfarbenen Frame gar nicht so schlecht gelegen hat. Ist persönlich auch eigentlich mein Favorit. Es ist so privat täglich würde ich das Ding jetzt nicht fahren, aber es ist einfach so komplett übertrieben bling bling, dass ich es eigentlich schon wieder richtig geil finde. Ja. Und von daher ist das Teil mein Highlight, aber es gibt natürlich auch noch jede Menge andere Bikes. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Es gibt zwei große Fotoberichte mit jeder Menge Weltmeisterbikes. Lohnt sich sehr, einfach diese wunderschönen Fahrräder anzugucken. Gibt es auch irgendwie kein Bike, was irgendwie schlecht heraussticht, ne? Die sind alle geil. Also das ist das, da auch so das richtig, dass ich dachte, das kann nicht sein, das ist wirklich richtig geil.
Das wäre eigentlich auch mal so richtig medienwirksam, dass sich irgendein Topfahrer zur WM so ein richtig hässliches, schlechtes Rad aufbaut. Ja. Markus, was war dein Favorit? Hast du einen? Nee, kann ich jetzt keinen rauspicken. Ich war nur komplett begeistert von allen Bikes. Ja. Hannes, ich bin eigentlich bei dir. Das Rad von Loic Bruni wäre jetzt nichts, was ich mir irgendwie kaufen oder so anmalen würde, wenn es jetzt so völlig übertrieben ist. Mhm. Aber das war schon ein sehr, 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 sehr cooles Rad, gerade dann auch so mit der polierten Federgabel und so. Ja, ja, für 4 Minuten würde ich das schon fahren. Ja. Ich glaube, der war auch deswegen so schnell, weil er ganz schnell von diesem Ding wieder runter wollte, weil es ihm so peinlich war. Weil es so schlimm, also nicht so schlimm, aber so auffällig war. Das war ihm einfach zu peinlich, weißt du? Er ist dann ganz schnell wieder auf so ein matt-schwarzes oder so danach. Ja. Ist halt umgefahren wie der Pimp himself. Das war echt geil. Ja, die Felgen haben sich auch weitergedreht, nachdem er im Ziel angehalten hat. Geil, genau. Spinning Wheels. Ja, es sind jetzt auch wieder so Scheibenräder sind das gewesen, ne? So chrompolierte genau. Scheiben, so links und rechts. Und wenn du drauf stehst, dann hüpft das vorne und hinten immer abwechselnd hoch. Stellt euch mal vor, da ist keine Dämpfung drin, sondern halt so eine Hubanlage. Ja. So völlig unkontrolliert Vorderrad und Hinterrad hochhebt die ganze Zeit. Das wäre super. Wäre auch was für die nächste Weltmeisterschaft. Das ist ein schöner April-Scherz auch eigentlich. Das erste Pimp-Mobil. Wir verraten nicht alles. Okay, ja, Moritz hat es ja schon angesprochen. Damit wir haben ja noch einige weitere Themen. Gehen wir ganz kurz zum Thema WM noch auf die Fahrer mit etwas weniger Federweg und Fahrerinnen. Im Cross-Country ist auch einiges passiert. Bei den Herren gab es weniger die Überraschung. Da hat Nino Schurter mal wieder komplett alles abgeräumt, na nicht alles abgeräumt, aber ist wieder Erster geworden und hat 11 Sekunden vor unserem Saisonliebling Gerhard Kerschbaumer gewonnen, gefolgt von Mathieu van der Poel. Und auch aus deutscher Sicht nicht so wirklich richtig gut gewesen, wenn ich es richtig gucke. Ich glaube Ben Zwiehoff auf Platz 30, glaube ich, der beste Deutsche. Dafür gab es, wenn ich mich recht erinnere, einen Podiumsplatz für Ronja Eibel bei den U23 Damen aus deutscher Sicht, was echt gut ist. Mhm. Also Wahnsinns-Run und eine große Überraschung bei den Damen. Da hat Kate Courtney gewonnen und die hatte so wirklich gar keiner auf der Rechnung. Vor allem, dass jetzt die USA jetzt Gold holen im Cross-Country. Das war wohl recht überraschend, fanden unsere Kollegen, unsere Cross-Country-Reporter-Kollegen auch. Zweite, Annika Langwart und Emily Betty hat ihre Top-Saison unterstrichen mit der Bronzemedaille. Und Yolanda Neff in Anführungszeichen nur auf Platz 4. Da lief es auch für die deutschen Fahrerinnen übrigens besser. Da ist Elisabeth Brandau auf Platz 8 gefahren. Und ja, ich habe die Rennen selber nicht verfolgt. Ich weiß nicht, wie es mit euch steht, aber das scheint nicht zuletzt, also Moritz, du hast es wahrscheinlich gesehen, vor Ort, oder? Ja, genau. Und das muss wohl super krass gewesen sein von Zuschauern, oder? Ja, war absolut beeindruckend. Also gerade dann so in der letzten Runde, der Zielbereich, der war sowas von voll, dass man sich da eigentlich gar nicht mehr richtig bewegen konnte. War eine grandiose Stimmung. Und gerade als dann Nino Schurter gewonnen hat, es war das i-Tüpfelchen auf der Kirsche auf der Sahnehaube. Das i-Tüpfelchen auf dem Kirschbaum. Genau. Ja, und auch das Rennen von den Frauen fand ich eigentlich extrem spannend und sehenswert. Haben ja eigentlich alle damit gerechnet, dass Yolanda Neff ihr Heimrennen gewinnen würde, die dann aber irgendwie nicht so richtig in Tritt gekommen ist. Und dann sah es lange Zeit nach einem Sieg von Annika Langwart aus. Und dann in der letzten Runde ist Annika Langwart der Kate Courtney auch auf dem ersten Teil der finalen Runde ordentlich weggefahren, dass man dachte, das Rennen, das ist jetzt entschieden. Und dann hat Kate Courtney das aber diesen Abstand noch komplett zugefahren und ist einfach so von der Euphorie getragen ins Ziel gesprintet und
Er hat sich da ziemlich überraschend WM-Gold gesichert, also war ein super spannendes Rennen. Abschließend würde ich gerne noch auf ein Video hinweisen, und zwar haben die oder ein großer der bekanntesten Cross-Country-Frauen das MTB-Girls-Video gedreht. Mal richtig was fürs Herz. Richtig schöner Clip. Verlinken wir in den Shownotes. Ziemlich cool. Beschreiben sie so ein bisschen, was sie machen, und widerlegen so ein bisschen das Vorurteil von manchen, dass Mountainbiken nichts für Mädchen sei. Und echt ein sehr schöner Clip. Kam auch bei uns sehr gut an, muss ich sagen. Und selten, dass es eigentlich einen Clip aus dem Cross-Country-Bereich gibt, der richtig, richtig einschlägt. Wobei, vielleicht hat es auch an Rob Warner gelesen, der das Ganze nämlich gelegen, der das Ganze ein bisschen kommentiert hat. Nee, also richtig cool. Das dazu. Ja, das war die WM 2018 in der Schweiz. Und das war auch die Rennsaison 2018. Und deswegen gehen wir jetzt zum nächsten Thema. Hannes, was haben wir noch auf dem Programm? Fotografie. Oh, vielleicht kriegen wir da so im Nachhinein so einen Hall drauf. Kann Max vielleicht so einen Hall drauf machen? Nein, das ist Fotografie. Das ist so viel Arbeit, das würde ich nicht machen. Ach, apropos, Markus, heute musst du aber mal hier einen von deinen Buttons zünden. Das machst du mal ganz am Schluss, wenn jemand dazu hört. Ja, wenn keiner damit rechnet. Also, Fotografie, das waren wir schon lange am Planen dran. Vergiss es im Anfang. Ja, atmet denn da so. Ja, womit wollen wir starten? Wir haben, wir würden einfach mal anfangen. Wir würden vielleicht einfach zuerst auf die Fragen von den Lesern eingehen. Und zwar hat speziell der IBC-User Harry Hallers, erinnere mich ein bisschen an, bei Otto hieß er Harry Hirsch, ne? Hat ein paar Fragen gefragt. Und zwar, die waren schon relativ speziell. Vielleicht wollen wir da einfach nacheinander so ein bisschen drauf eingehen. Fragt erstmal ganz grob gefasst, wie viel Arbeit verwendet ihr auf die Bildkomposition? Wie geht's euch da, Jungs? Knipst ihr so rum oder habt ihr ein Stativ oder wie macht ihr das? Na, generell beim Fotografieren, wenn es irgendwie geht, nehme ich mir ein Stativ. Das jetzt allerdings nicht speziell auf Bike-Fotografie bezogen. Ich denke mal, da kann Moritz oder du deutlich mehr dazu sagen. Also wenn es möglich ist, nehme ich eins. Das zwingt nämlich dazu, dass man sich auch ein bisschen Gedanken macht, was ja dann sozusagen die Komposition ist, halt man überlegt sich vorher, wo stelle ich mich hin, von wo mache ich das Foto, hab vielleicht gar kein Zoom-Objektiv auf der Kamera und mach mir eben vorher die Gedanken, stell dann ein Stativ hin und dann passt das meistens auch. Wenn es nicht geht, hatten wir auch schon mal drüber geredet, wenn man jetzt irgendwie sich mal auf den Boden legen muss oder sowas, dann kommt es manchmal vor, dass ich mich dann doch beeile und nicht das letzte Stückchen Geduld aufbringe für die Bildkomposition, gerade wenn es irgendwie kalt oder nass ist. Das sind aber auch immer die Sachen, wo ich mich dann später drüber ärgere. Wo ich dann sage, hey, da hätte ich mal lieber doch ein bisschen Zeit drauf verwendet und da sind dann halt die Momente weg, die man hätte im Bild festhalten können. Passiert mir tatsächlich immer noch, auch seit 20 Jahren oder so. Und immer wieder. Ich lerne nicht draus, ich werde nicht schlauer. Ja, ist ganz komisch. Ja, also jetzt aus meiner Sicht gerade, gerade beim Renngeschehen, aber auch wenn wir Fotos machen für irgendwelche Produkttests oder so, klar, die Komposition ist super wichtig. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Arbeit ich da reinstecke. Ich finde, das ist eher so was mit der Zeit gekommen ist, wo ich eigentlich auch so die meisten Fortschritte merke, dass also so an sich, sobald man mal die richtigen Einstellungen hat, ist es schon möglich, ein gutes Foto zu machen. Aber was schwierig ist, ist, dass man den Blick dafür entwickelt, welche Winkel können funktionieren, wo genau positioniere ich mich, wie will ich den Fahrer im Bild haben, wie baue ich das ganze Bild auf, und das ist, finde ich, eher was einfach über die Jahre kommt.
was man sich so ein bisschen erarbeiten muss, wo man auch einen Blick für entwickeln muss. Aber ja, es ist eine extrem wichtige Sache. Ja, ich würde mich da in dem Fall auch bei Moritz anschließen. Bei mir ist es ein Mix aus also Rennen und Veranstaltungen mit sich bewegenden Fahrern habe ich tatsächlich dieses Jahr ganz, ganz selten gemacht, weil ich gar nicht so viel unterwegs war. Es ist tatsächlich, wenn man sich die Bilder von vor 5 Jahren noch anguckt im Vergleich zu jetzt, ist es tatsächlich einfach eine komplette Erfahrungssache. Und bei mir läuft es so, dass man, also das macht, das weiß ich zumindest von Moritz, dass er das auch ganz gern macht, dass man hin und wieder nach dem Satz Vordergrund macht Bild gesund, Vordergrund macht Bild gesund, so haben wir noch richtig vorgeht. Was einfach bedeutet, dass man nicht einfach im Stehen, und im Stehen ist immer, finde ich, ganz, ganz schwierig zu fotografieren, wenn man sich einfach hinstellt. Wenn man dann nicht am Berg steht oder so, dann ist es so ein ganz, ganz komischer Winkel aus dieser Kopfperspektive, der meistens nicht gut aussieht. Das heißt, ganz oft fotografiere ich aus einer niedrigeren Perspektive und setze gerade im Action-Bereich, oder wir haben es beispielsweise jetzt, wir haben Moritz und ich, wir haben jetzt vor ein paar Tagen auch noch Action-Sachen geshootet, hat es Moritz auch viel gemacht, dass man einfach ein bisschen aus der niedrigeren Perspektive fotografiert, schaut, dass vielleicht irgendwas Schönes im Vordergrund ist, der den Vordergrund so ein bisschen gestaltet und vielleicht auch den Blick auf das jeweilige Motiv noch so ein bisschen lenkt. Ganz oft, oder wo man am Anfang vielleicht nie so drauf geachtet hat, das sind einerseits Schatten, andererseits Dinge im Vordergrund, die irgendwie stören, die doof sind. Und teilweise kann man die zum Beispiel verdecken, indem man sich im Wald ein bisschen tiefer legt und auf einmal kommen halt irgendwelche Pflanzen davor oder vielleicht man kann irgendwie einen Baum zur Hilfe nehmen oder ein Gebüsch oder sowas irgendwie im Vordergrund ist und damit einfach so ein Frame, so ein schönes Framing erzeugen, wo alles irgendwie so seinen Platz hat. Und aber diese Erfahrung, die ist, das ist wirklich eine Erfahrungssache, die schwierig ist. Um noch ganz kurz auf eine zweite Sache einzugehen. Warte mal, merkt ihr mal, ja, den gerne. Gedanken? Klar. Ich hatte ja gesagt, ich versau die Bilder gerne, die irgendwie dicht am Boden gemacht werden, weil ich keine Lust habe, mich in den Dreck zu legen. Macht ihr das? Also schmeißt ihr euch hin, legt euch hin, kniet euch hin? Ja, macht ihr wirklich, okay. Ja. Alles klar. Also ich liege auch, also das weiß ich von Moritz auch, gerade beim World Cup, es geht oft ganz, ganz gar nicht anders. Von Jens, unserem Kollegen Jens, kenne ich es oft, dass er früher zum Beispiel zumindest ganz oft einfach, wenn er wirklich ein Event geshootet hat, auch immer Knieschoner anhatte. Weil du tatsächlich, wenn du kniest und man kniet ganz oft im Sommer, es ist immer staubig, du saust dich halt tierisch ein, im Matsch noch schlimmer. Also in Matsch lege ich mich tatsächlich nicht immer, aber normaler Boden, Wiese, Staub, Wald, da lege ich teilweise komplett dann auf den Boden, ja. Also weil nicht immer, aber so, wenn es die Situation halt erfordert, dann auf jeden Fall, ja. Weil es macht einen riesengroßen Unterschied aus. Ganz oft. Genau. Ganz kurz wollte ich jetzt auf Markus nochmal kurz eingehen bezüglich seiner bezüglich Stativ. Ich mache neben so Fahrradbildern auch öfter mal Sternengeschichten oder Langzeitbelichtung oder so. Für sowas nehme ich dann auch natürlich ein Stativ. Und da nehme ich mir tatsächlich relativ viel Zeit für die Komposition, weil du da halt am Ende auch nicht mehr wirklich viel verändern kannst. Mhm. Und oder im Mond habe ich zum Beispiel letztens, als dieser der Blutmond war, die Mondfinsternis heißt es. Da habe ich sehr lange gebraucht, bis ich irgendwie zufrieden war, obwohl es jetzt in Anführungsstrichen nur der Mond war. Aber das war schwierig, war das? Es gab richtig schwierig. Ja, weil der sich auch mit viel Brennweite. Ja. Der Mond bewegt sich dann sehr schnell und man muss immer wieder das Stativ ausrichten. Ja, die Bilder wären auch unscharf, wenn du zu lange belichtest und wenn der dicht über dem Horizont stand. Also ich habe echt gekämpft, bis ich da das erste Bild irgendwie zustande bekommen habe. Ja, also ich habe sicherlich 20 Minuten gebraucht oder so, bis ich mein Foto hatte. Ja. Ja, genau. Also von daher, das wäre so die Beantwortung von uns grob, was die Bildkomposition angeht. Also ja, können wir eigentlich alle drei sagen. Oder bei Markus zu 2/3 vielleicht. Ja, wie gesagt, ja, ich mache halt eigentlich keine Action-Shots. Deswegen
fällt das ein bisschen raus. Ich fotografiere anders, andere Sachen und ja, das unterscheidet sich halt grundlegend von der Art und Weise. Wie gesagt, am Boden und so, wenn ich es mal machen muss, ne, bin ich nicht geübt, habe da Probleme. Ansonsten, genau. Wir können ja einfach vielleicht, wenn wir es zeitlich irgendwie schaffen, so ein paar Bilder von uns einfach mal mit reinpacken in die Shownotes. Was ich geil fände, Markus, wenn du dein großes San Francisco-Bild vielleicht mal reinpackst. Was ich extrem beeindruckend finde. Was meinst du, das, was die Browser crasht, wenn die Leute das aufrufen? Ganz genau, ja. Okay. Ja, dieses Riesenfoto. Genau. Da hat er nämlich ganz, ganz, ganz viele Bilder gemacht und zusammengestackt und das ist ein riesengroßes Wahnsinnsbild. Ja, genau. Also würde ich heutzutage auch ganz anders machen, aber ja, wie das so ist, ne? Man lernt ja nie aus. Genau. Es gab noch mehr Fragen. Welches Autofokus-System, wir werden jetzt schon sehr spezifisch, merke ich, welches Autofokus-System nutzt ihr, um die Fahrer zu tracken und wie geht ihr hier vor? Ich würde die Frage direkt mal an Moritz weitergeben, weil er wahrscheinlich aktuell definitiv am meisten Leute fotografiert, für die man einen Autofokus braucht und bei dem man Fahrer tracken muss. Wie machst du es? Das unterscheidet sich von Kamerahersteller zu Kamerahersteller. Ich fotografiere mit Nikon Equipment. Von daher sind da die Begrifflichkeiten ein bisschen anders als bei Canon, was sehr weit verbreitet ist, oder auch bei Sony oder so. Aber klar, prinzipiell, um irgendwie einen Fahrer zu tracken, musst du den kontinuierlichen Autofokus aktiviert haben. Und dann hast du da verschiedene Modi, die entweder einfach, wo sozusagen der Autofokuspunkt, den du auswählen kannst, fix ist, oder auch wo der Autofokuspunkt sich links und rechts und hoch und runter im Bild verschieben kann. Das nutze ich nicht, weil das viel zu unzuverlässig ist. Von daher, deswegen auch Komposition, du musst dir erstmal vorher Gedanken machen, wo willst du den Fahrer im Bild haben, und wenn du dich dann entschieden hast, der Fahrer soll oben im rechten Drittel sein und hier links unten habe ich den und den Vordergrund, dann legst du da den Autofokuspunkt hin und musst dann halt den Fahrer genau erwischen, dass der sich in diesem Bereich befindet. Und dann hat man noch relativ viele Einstellmöglichkeiten, dass du die Tracking-Geschwindigkeit einstellen kannst in Relation zu Sachen, die sich vielleicht im Vordergrund durchbewegen oder so. Das ist dann ganz, ganz viel Feintuning und rumexperimentieren, lernen, was klappt in welchen Situationen, was klappt nicht. Ja, kann ich nur bestätigen. Da würde ich direkt anschließen bei diesen Tracking-Systemen. Da kommt es auch ein bisschen drauf an, von welcher Seite oder aus welchem Winkel man einen bestimmten Fahrer oder so kenne ich es auf jeden Fall fotografiert. Und zwar beispielsweise, man fotografiert einen Fahrer relativ lang von der Seite. Also der fährt an einem vorbei in relativ weitem Abstand. Das ist so ein klassisches Telebild, vielleicht sogar mit einer relativ langen Belichtungszeit, dass es so ein Mitzieher ist. Da bietet sich zum Beispiel, also ich fotografiere mit Canon, da bietet sich ein, eine bestimmte Einstellung vorzunehmen, die sagt, ich ignoriere zwischendurch hineinkommende Hindernisse, wenn ich die Kamera schwenke, sondern verbleibe auf dem Fahrer. Das heißt, man hat den Fokuspunkt am Anfang des Bildes oder da, wo der Fahrer dann aus dem Wald kommt beispielsweise, legt man den Fokuspunkt fest und dann gibt es eine bestimmte Zeitspanne, die die Kamera quasi absichtlich träge reagiert vom Fokus, um weiterhin auf diesem Fahrer drauf zu bleiben. Das heißt, egal ob Bäume im Vordergrund irgendwie kurz durchwischen oder so, die Kamera, die versucht nicht neu auf den Baum zu fokussieren, sondern verbleibt dann auf dem Fahrer, was sehr praktisch ist, weil man einfach sehr lange Zeit dann für so einen Mitzieher hat. Und das Gegenteil dazu ist beispielsweise, wenn ein Fahrer auf einen zukommt, da gibt es eine andere Funktion, die halt möglichst schnell den Fahrer immer wieder neu fokussiert, um ihn halt scharf zu haben. Und da gibt es halt beispielsweise, ich weiß nicht, wie es bei Canon genau ist, bei Canon gibt es so, ich glaube, sechs Voreinstellungen, glaube ich. Und das sind halt zwei dieser Voreinstellungen, die ich bei sowas zum Beispiel nutze. Und wenn ich aber weiß, wo ich den Fahrer genau haben will, dann setze ich zum Beispiel
ganz oft nicht so einen kontinuierlichen Autofokus, sondern den Standard One-Shot-Modus. Das heißt, ich fokussiere die Stelle an, wo ich weiß, der Fahrer kommt gleich raus, oder gerade beim Shooting, wo man es halt vorher ein bisschen planen kann, damit ich, und dann weiß ich, ich will ihn halt genau da haben und dann ist er dort an der Stelle scharf. Genau, und dann nehme ich diesen Servo, diesen kontinuierlichen Modus gar nicht. Nehmt ihr Dinge zur Hilfe, wie zum Beispiel die Blende ein bisschen weiter zudrehen, so ist jetzt die Helligkeit der Bildwunsch, die Komposition erlauben, also einfach um den Schärfenbereich zu vergrößern, dass man so Fehler, die die Kamera macht oder Ungenauigkeiten ausgleichen kann? Also von meiner Warte aus, ja, ich habe zum Beispiel früher den Fehler gemacht, wenn ich früher Fahrer fotografiert habe, ich nehme jetzt mal den Downhill-Bereich, wenn ich früher Fahrer fotografiert habe vor 5-6 Jahren, da bin ich, habe ich eine möglichst offene Blende genommen, damit ich halt einen möglichst scharfen Hintergrund habe, irgendwie oder einen möglichst unscharfen Hintergrund habe hinter dem Fahrer. Und jetzt bin ich aber dazu übergegangen, dass ich die Blende dann doch wieder ein bisschen schließe, damit ich ein bisschen größeren Schärfebereich habe, weil es nicht immer hundertprozentig passt, was den Fahrer angeht. Mhm. Das heißt, da schaue ich schon, dann verzichte ich lieber auf etwas oder den komplett unscharfen Hintergrund, weiß dafür aber, der Fahrer ist komplett scharf, als andersrum. Ja, Moritz, wie machst du das? Bei mir ist es eigentlich umgekehrt. Ich versuche eigentlich schon möglichst offenblendig zu fotografieren. Die meisten Fotos jetzt gerade so im Weltcup, die entstehen mit dem 70-200, so das ist das klassische Objektiv für sowas. Und da versuche ich schon, ja, so offenblendig wie möglich zu fotografieren. Auch vor dem Hintergrund, dass ja, morgens um 8 Uhr im Wald ist halt einfach nicht viel Licht und wir fotografieren Objekte, die sich sehr, sehr schnell bewegen. Von daher, jedes Quäntchen Licht, was da noch zusätzlich in die Kamera reinkommt, was man eben durch die offene Blende erzielt, hilft da. Die meisten Fotos entstehen bei mir bei ja, Blende 3.2 oder 2.8, vielleicht mal 3.5, aber also weiter. Du blendest eine halbe Stufe nur ab, oder was? Ja. Das ist ja krass. Also ich, nicht, dass jetzt falsch rüberkommt, also ich gehe auch nicht auf eine Blende 10 oder so, sondern bei mir ist es dann meistens 3.5 oder 4.0. Also drüber wäre es mir auch jetzt zu klein, aber 2.8 habe ich halt in der Vergangenheit gemerkt, dass es oft nicht so passt. Kann aber auch dran liegen, dass mein 70-200 vielleicht irgendwann mal wieder in die Werkstatt muss. Da fällt mir gleich noch eine Anschlussfrage ein. Ausschuss. Wie viele Fotos macht ihr und wie viel davon könnt ihr nutzen? Oder anders gefragt, ein Fahrer kommt irgendwie runter an einer Stelle, ihr macht ein Foto. Wie viele Fotos macht ihr an der Stelle? Ich nehme an, ihr seid auf Dauerfeuer. Und bei wie vielen verschiedenen Fahrern könnt ihr kein Foto benutzen? Oder kriegt ihr es hin, bei jedem einzelnen Fahrer ein nutzbares Foto rauszubekommen? Idealerweise schon, ja. Aber das klappt halt nicht immer. Also manchmal passt der Fokus nicht oder die Kamera will nicht so oder irgendwas passiert oder so. Also von daher, dass jedes Foto immer perfekt wird, ist vollkommen illusorisch. Das kriegt man auch nicht hin. Ich habe die Kamera schon im Serienbildmodus und bei dem Maximum, was da geht. Heißt aber nicht, dass ich, sobald irgendwie ein Fahrer auch nur ansatzweise ins Bild kommt, dann sofort Dauerfeuere, weil man einfach Unmengen an Datenmüll produziert, sondern ich mache mir schon vorher Gedanken, wo will ich den Fahrer ungefähr erwischen und so. Und dann ist das so ein Zeitraum von, also kommt stark auf die Situation an, aber dann ist das ein Zeitraum von einer halben Sekunde bis 2 Sekunden, wo man dann fotografiert. Wenn man jetzt einen Fahrer, der lang auf einen zufährt und dann vor allem durch einen Anlieger fährt und ich weiß vorher schon ganz genau, ich will den nicht haben, wie er auf den Anlieger zufährt, weil da ist er halt komplett gerade und sieht doof aus, sondern ich will den erst im Anlieger erwischen, dann macht es natürlich keinen Sinn, den Fahrer schon zu fotografieren, wenn er auf den Anlieger zufährt, sondern erst zu dem Zeitpunkt, wo er dann im Anlieger ist. Dann tracke ich den schon, dass der Autofokus passt, aber wirklich fotografieren dann erst im Anlieger drin. Und andererseits, wenn man aber auch eine Stelle hat, jetzt irgendwie ein Steinfeld oder so, wo man weiß, der Fahrer, der tanzt da jetzt ein bisschen auf dem Fahrrad rum, man weiß nicht hundertprozentig, was er macht, welche Linie er wählt, dann ist das eher eine Situation, wo man einfach
versucht, den Fahrer zu erwischen und drauf zu halten. Das, also unterm Strich, ist relativ stark situationsabhängig, würde ich sagen. Hm. Kann ich größtenteils so bestätigen, was Moritz sagt. Ich habe auch, um den Vergleich zu früher mal zu ziehen, früher habe ich sehr, sehr viel Datenmüll produziert, als ich angefangen habe, irgendwie zu fotografieren mit einer Spiegelreflexkamera vor, keine Ahnung, sind einige Jahre. Da habe ich ganz, ganz viel Dauerfeuer gemacht und seit einigen Jahren halte ich es auch so, dass gerade wenn man weiß, man muss die Bilder relativ zügig bearbeiten noch am Abend, dann ist es einfach irgendwie uncool, wenn du halt mit 2000 Bildern oder noch mehr irgendwie am Abend dann da rausgehst. Und deswegen habe ich da auch versucht oder versuche effizient zu arbeiten und mir auch das je nach Fotoposition so einzuteilen, dass ich weiß, okay, ich will den Fahrer auch nur in dieser Stelle haben. Der bringt mir nichts, wenn der vor der Kurve ist, sondern wie Moritz schon sagte, in der Kurve. In manchen Situationen sind es ganz oft dann allerdings auch Zufallstreffer, die entstehen, wenn man Dauerfeuer macht. Da denke ich beispielsweise an Whistler, wenn die Whip-Offs sind beispielsweise, da habe ich doch weitaus mehr Dauerfeuer, gerade wenn es zum Beispiel zwei verschiedene Fahrer sind. Da weiß man nie genau, okay, wann ist der perfekte Moment, wenn zwei Fahrer hintereinander irgendwie auftauchen und man fotografiert frontal drauf. Da mache ich dann Maximum Dauerfeuer, weil es kann sein, dass einer extrem geil in der Luft hängt, wo der andere noch nicht drin ist. Man kann sich einfach nicht so schnell konzentrieren und weiß, okay, das und das wird jetzt das Bild, sondern da muss man tatsächlich auch so ein bisschen den Zufall walten lassen. Man hat halt grob seine Bildkomposition, man hat seinen Frame, aber man weiß halt nicht, was die Fahrer machen. Und es ist vielleicht auch ein bisschen mit diesem Steinfeld zu vergleichen. Beim Forecross ist es ähnlich. Überall, wo mehr Leute im Prinzip mit drin sind, da mache ich dann jetzt ein bisschen mehr Dauerfeuer. Wo ich es extrem runtergeschraubt habe, ist beispielsweise, wenn ich auf der Eurobike oder Messe oder Produkte generell fotografiere, da mache ich wirklich nur ein, zwei Bilder, kontrolliere die, sind in Ordnung. Weil ich einfach weiß, ich sortiere nachher, wenn ich jetzt 10 Bilder mache, dann sortiere ich 9 Bilder halt raus, weil ich nur ein Bild brauche. Also mache ich halt nur 2 Bilder und schaue, wenn eins halt passt, dann passt es. Ein zweites vielleicht, was ein bisschen anders aussieht, noch als Backup und hängt natürlich immer vom Produkt ab, aber meistens mache ich das so und dann dadurch konnte ich tatsächlich die Zeit nachher doch sehr reduzieren. Wie machst du das, Markus? Durch ein technisches Problem während der Aufnahme fehlen einige Sektionen in meiner Audiospur und ich musste diese nachträglich einsprechen. Ich versuche normalerweise ein Bild beim ersten Auslösen im Kasten zu haben. Ganz wichtig dazu ist eben, dass der Bildausschnitt ja vorher passt, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat. Die Belichtung ist der zweite wichtige Faktor, das muss eben auch halbwegs passen, auch wenn man da natürlich noch ein paar Sachen nachträglich korrigieren kann, wenn man in RAW aufnimmt. Da helfen aber auch die Kameras heutzutage ziemlich gut. Also die Belichtungsmessung ist ja gut bis sehr gut heutzutage. Da gibt es eigentlich wenig Überraschungen, mal abgesehen vielleicht von krassen Gegenlichtsituationen. Von daher meistens ist es einmal auslösen und dann passt's. Anders sieht es aus, wenn ja tatsächlich Objekte oder Subjekte im Bild sind, die sich schnell bewegen, seien es Kinder oder andere Sachen, dann schalte ich natürlich auch schon mal auf die Dauerfeuer-Einstellung und mache mehrere Aufnahmen für ein Bild und hoffe, dass dann eins passt. Auch im Zoo bei Tieren, die sich vielleicht dann doch mal irgendwie etwas schneller bewegen oder so, ist das eine gute Sache, die man da zur Verfügung hat und da kommt dann oft auch einfach die Speicherkarte gut gefüllt mit nach Hause. Also es kommt einfach immer auf den jeweiligen Anwendungszweck an und auf die jeweilige Situation. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, wenn ich zum Beispiel Porträts mache, da mache ich auch öfter mal Dauerfeuer, wenn ich weiß, irgendwie die Person lacht oder macht halt irgendwas im Gesicht oder bewegt sich, weil man da ist noch viel, viel mehr, mehr Zufall, den richtigen Ausdruck, den man haben will, in der Person zu erwischen. Ganz genau, ja. Und ganz oft funktioniert es beispielsweise so, machen es ja Porträtfotografen auch nicht, die dann sagen, okay, ja, jetzt lächel mal. Und wenn du halt jetzt irgendwie keine Person hast, die schon maximal
Posing oder Foto erfahren ist, dann lächelt sie und dann sieht's, dann wird es sehr schnell unecht. Und da muss man einfach schauen, dass die Person locker ist irgendwie. Und meistens passiert es halt übers Lachen. Und dann mache ich auch schon mal 10, 15 Bilder irgendwie. Und dann weiß ich, okay, du wirst höchstwahrscheinlich den Ausdruck, den du halt gern haben möchtest oder den du gesehen hast vor dem Foto, dann hast du den höchstwahrscheinlich. Ja. Wir haben noch zwei, drei Fragen. Und zwar, habt ihr Auto-ISO an oder was lasst ihr die Kamera entscheiden bezüglich der Einstellung? Ich würde einfach kurz anfangen. Es ist relativ leicht zu beantworten. Nein, ich habe kein Auto-ISO an. Ich mache es ein bisschen von der Situation abhängig, schaue aber, dass ich meistens mittlerweile eher eine relativ, also die, meine Kamera, ich fotografiere mit einer Canon 5D Mark IV, die erlaubt es mittlerweile mehr als meine vorherigen Kameras, dass ich eine relativ hohe ISO-Zahl nehmen kann. Das ist für alle, die es nicht wissen, ISO ist im Prinzip die Lichtempfindlichkeit. Je höher die ISO, je höher man diese ISO-Zahl einstellt, desto lichtempfindlicher wird das Foto. Das hat den Vorteil, dass man eine schnellere Belichtungszeit wählen kann, hat den Nachteil, dass es ab einer bestimmten Zeit anfängt oder ab einer bestimmten Zahl anfängt zu rauschen und das sieht man dann im Bild und das sieht nicht mehr schön aus. Ich nehme also eine relativ hohe, um nachher im besten Fall zumindest für Actionfotografie auf jeden Fall eine vierstellige Belichtungszeit zu nehmen, beziehungsweise halt alles, was schneller ist als eine Tausendstel, nehme ich dann ganz gerne, weil man da einfach 100% sicher ist, okay, es passt. Ja, genau. Und was die Einstellung angeht, da befinde ich mich meistens im AV-Modus. Das bedeutet, dass ich die Blende manuell einstelle und die Belichtungszeit automatisch generiert wird. Aber die ist angesichts, das kontrolliert man eigentlich immer wieder neu nach. Also, und das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wie man komponieren will. Oder hängt halt von der Komposition ab, wie viel Unschärfe man drin haben will, angesichts der Blende oder halt nicht. Wie sieht es bei euch aus? Bei mir ist es genau umgekehrt. Also, ich verwende die ISO-Automatik eigentlich immer. Ich bin im manuellen Modus, habe die ISO-Automatik an, kann da ein Limit festlegen, dass jetzt die Kamera nicht über ISO 6400 oder 12800 geht oder ich gewarnt werde. Und so habe ich dann die volle Kontrolle über die Belichtungszeit und die Blende. Wobei das bei Nikon mit der ISO-Automatik ohnehin ein bisschen stressfreier ist als bei Canon, weil es da im Prinzip in den Dateien dann in der Nachbearbeitung keinen Unterschied macht, ob man jetzt, wie sehr man die Schatten hochzieht oder so. Es kommt dann im Prinzip aufs selbe hinaus, als hätte man einfach mit einem anderen ISO-Wert fotografiert. Von daher ist das eher so ein etwas hypothetischerer Wert. Und deswegen kann ich da die ISO-Automatik ganz gut nutzen. Okay. Markus? Da bin ich jetzt etwas verwirrt, ob der Aussage von Moritz, dass es egal ist, bei welcher ISO-Einstellung man die Bilder macht. Er wird das aber gleich nochmal erklären. Ich selbst fotografiere eigentlich ausschließlich mit ISO-Automatik. Allerdings lasse ich die relativ zügig schon abregeln bei normalerweise so 800, manchmal 1600 ISO, höher gehe ich da nicht mit der Automatik. Wenn es eine Aufnahmesituation erfordert, mit höherer ISO zu fotografieren, dann wähle ich die tatsächlich manuell aus. Der Hintergrund ist folgender, dass ich nicht haufenweise Bilder haben möchte, die vielleicht aufgrund der schlechten Belichtungssituation mit zu hoher ISO aufgenommen wurden und entsprechend ein hohes Rauschen aufweisen. Das würde ich dann doch immer ganz gern selbst bestimmen. Von daher, das ist eine sehr tolle Sache, diese ISO-Automatik, ist allerdings auch mit Vorsicht zu genießen und man sollte die Einstellung dort sehr bewusst wählen. Ansonsten mache ich es wie Hannes, ich habe meistens die Blendenvorwahl als Modus, wird bei
speziellen Aufnahmesituationen einfach auch durch den manuellen Modus ersetzt, also Blende und Belichtungszeit manuell wählen. Dafür kann es Gründe geben, wie zum Beispiel die angesprochene Mondfinsternis oder so, da kommt man mit den Automatiken halt überhaupt gar nicht weit. Ja, so viel zu den Standardeinstellungen. Es gibt so viele andere Sachen, die man noch dazu schalten kann. Das kommt aber immer auf die Situation an und das würde, glaube ich, jetzt hier auch einfach den Rahmen sprengen, das alles aufzuzählen, was man dann noch so nutzt. Ich kann es dir vielleicht nochmal kurz erklären, was ich eben mit dem ISO-Wert meinte. Der ISO-Wert, wenn er sich verdoppelt, dann entspricht das einer Blende oder einer Belichtungsstufe. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben zwei Bilder gemacht, eins bei ISO 100 und eins bei ISO 800. 100 mal 2 sind 200, mal 2 sind 400, mal 2 sind 800. Also hat man sozusagen den Unterschied von drei Belichtungsstufen zwischen den Bildern. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, das Bild, was bei ISO 100 gemacht ist, also bei weniger Lichtempfindlichkeit, ist jetzt drei Blendenstufen unterbelichtet. Und das bei ISO 800 ist eigentlich korrekt belichtet. Dann macht es bei Nikon-Dateien in Lightroom oder so keinen Unterschied, ob ich die jetzt von vornherein um drei Blendenstufen hochziehe, also einfach drei Blendenstufen heller mache, oder bei ISO 800 fotografiert habe. Also es kommt vom Rauschen auf dasselbe hinaus. Das meinte ich, dass das, also es ist sozusagen eine ISO-Invarianz. Und wenn das ist sehr, sehr stark dran. Also wenn man jetzt irgendwie im Labor Versuche machen würde, dann sieht man einen minimalen Unterschied und der ISO-Wert wirkt sich auch auf andere Sachen, wie zum Beispiel den Dynamikumfang und so weiter noch aus. Aber im Prinzip ist es so. Nee. Das kannst du mal recherchieren. Das kann man bei Canon zum Beispiel nicht. Also wenn man jetzt bei das wird bei Canon entwickelt sich das auch, aber das ist sozusagen ein Nachteil aus meiner Sicht bei Canon, dass man das eben nicht kann, sondern da muss von vornherein sollte die Belichtung in der Kamera schon ganz gut passen, weil wenn man bei Canon-Dateien anfängt, die um 1, 2, 3 Blendenstufen hochzuziehen in Lightroom, dann fängt es sehr, sehr schnell an unschön zu rauschen und bei Nikon eben nicht so sehr. Was für mich ein großer Vorteil an Nikon ist, dafür hat Nikon eben wieder andere Nachteile. Es ist, ja. Kommt aber tatsächlich auch sehr auf die Kamera an. Also bei meiner 5D Mark III war es da war es schon extrem irgendwann mit dem Rauschen. Bei der Mark IV muss ich sagen, dass ich da ganz, ganz spät das eigentlich Probleme bekomme. Also mein Limit liegt meistens liegt so generell, wenn ich auch mal abends fotografiere, bei ISO 4000. Wenn ich jetzt tagsüber fotografiere, bei 1600, nehme ich so mein Limit. Und damit habe ich relativ wenig Probleme. Aber ja, tatsächlich, es ist tatsächlich auch mit den Kameras so, dass man sich einfach relativ früh entscheiden muss. Das heißt, Leute, wenn ihr euch eine Kamera kauft, wägt ganz viel ab, was ihr mit welchen Objektiven ihr vielleicht auch einfach anfängt, weil sobald ihr einmal irgendwie relativ viele Objektive einer Marke habt, dann wird es relativ schwierig, da wieder wegzukommen. Ja. Ja, genau. Ja, gibt es noch Fragen von unseren Lesern zum Thema Fotografie? Ja, wir haben noch zwei Fragen. Und zwar eine leicht technische Frage nochmal. Welche Objektive nutzt ihr insgesamt am meisten? Beantworte ich kurz. Ich würde sagen, 90% meiner Bilder sind mit dem 70-200 2.8 gemacht. Das ist so, dass, also gerade so bei einem Event, bei einem Rennen, ist es das Objektiv, was am vielseitigsten und besten und schnellsten und hochwertigsten ist. Was ich für dann so Produktfotografie und so weiter, also jetzt irgendwie Bikes in der Boxengasse und so weiter, auch oft verwende, ist ein 60mm Makroobjektiv. Ist so ein bisschen ungewöhnlich, aber mag ich sehr, sehr gerne. Oder dann oder halt auch für solche Sachen dann eher ein Standard-Zoom. Also da habe ich ein 24-120, was jetzt aber bald ersetzt wird durch ein 24-70. Action-Fotos mache ich auch mit einem Fisheye hin und wieder. Der Effekt, der nutzt sich relativ schnell ab, aber um so ein bisschen Varianz reinzubringen, ist das eigentlich eine gute Wahl. Aber ja, wie gesagt, 70-200 ist so das Hauptobjektiv.
Und eigentlich könnte man ein Rennen ganz gut machen mit 70, 200 und Fisheye. Ja, ich kann mich da teilweise anschließen an Moritz. Ich nehme auch gerne 70, 200. Das 2.8, das benutze ich jetzt auch seit vielen Jahren, habe es auch gebraucht von meinem Schwager damals gekauft. Es braucht halt alle paar Jahre mal einen Service, aber ansonsten funktioniert es super geil. Ist gerade für Action fast unabdingbar, super wichtig. Sonst nutze ich ebenfalls ein Fisheye Sigma 15mm 2.8. Nicht mehr ganz so häufig wie früher. Hat sich tatsächlich relativ wenig geworden, weil also für Actionfotografie ist es gut, für alles andere wird der Effekt meistens ist der Effekt meistens zu krass. Und da gehe ich mittlerweile lieber. Ich habe noch ein 1740, das hat so ein bisschen andere Verzeichnung, nicht so eine Fischaugenverzeichnung, sondern so ein bisschen geradere Linien im Endeffekt. Aber mein absolutes Lieblingsobjektiv ist aktuell das 35mm 1.4 von Sigma. Es ist knackscharf, hat einen sehr schönen Bildausschnitt und ja, erzeugt einfach eine sehr schöne Optik. Damit mache ich sogar relativ viel Actionfotografie, aber in erster Linie auch viel Produktsachen. Und ja, das sind so meine Hauptobjektive, die ich nutze. Im Bereich von 10 mm bis hoch zu 400 mm habe ich ja eigentlich so alle Brennweiten ganz gut abgedeckt. Das fängt an mit einem 10 bis 20 mm super Weitwinkelzoom für APS-C. Das hatte ich mir mal für eine USA-Reise gekauft. Es liegt aber jetzt auch schon seit ein paar Jahren im Schrank, ohne dass es irgendwie mal an die Kamera angeschlossen wurde. Ich denke mal, das werde ich auch demnächst vielleicht mal verkaufen. Das ist ja auch totes Kapital. Ein 17 bis 55 Zoom. Also es geht bei APS-C von ja, so moderaten Weitwinkel bis in den leichten Telebereich. Ein ziemlicher Allrounder, hat eine 2.8er Blende, entsprechend ist es relativ schwer und groß. Das ist so die Entsprechung zu dem 24 bis 70 2.8 auf dem Kleinbildformat. Über dem 17 bis 55 kommt dann auch das von Moritz schon angesprochene 70 200er. Das allerdings ist schon 12 Jahre alt, ist eins aus der ersten Serie noch. Nichtsdestotrotz ein super Objektiv, was wirklich grandiose Bilder macht und darüber angesiedelt dann noch ein 200 bis 400 mit einer F2.4. Das heißt ungefähr 5 Kilo Glas, die man da mit sich rumschleppt, wenn man das Ding mal mitnimmt. Ist halt wirklich perfekt für Tierfotografie und so. Das gehört mir nicht selbst, aber das habe ich im ständigen Zugriff sozusagen. Und ein Objektiv, was eigentlich gar nicht so in diese Reihe passt, ist nämlich eine Festbrennweite, ein 35-1.8 von Nikon. Das ist so ein kleines, unscheinbares Plastikding. Ist aber, also sollte man sich nicht von täuschen lassen, das macht wirklich gute Bilder. Und bin auch sehr gern mit dem Ding unterwegs. Für mein zweites Kamerasystem, das ist Olympus, so ein Systemkamera MFT. Und das hat einen Kropffaktor von 2. Da habe ich zwei Festbrennweiten, ein 17mm f1.8 und ein 45 f1.8. Das erste ist so, ja, mit dem Kropffaktor eingerechnet, so ungefähr 35mm auf Kleinbild, also eine relativ normale Brennweite mit einer normalen Perspektive. Und das zweite ist dann schon ein leichtes Tele. Ja, die klassische Porträtbrennweite, würde man sagen. Und so wird das auch hauptsächlich eingesetzt. Und dann gibt es noch ein drittes Kamerasystem, das hatte ich ganz vergessen, und zwar das Mobiltelefon. Und das wird heutzutage auch sehr häufig eingesetzt von mir, weil die Qualität der doch echt winzigen Kamera erstaunlich hoch ist. Oder zumindest das, was die Software aus den Rohdaten macht, das ist wirklich beeindruckend. Das ja, hätte ich mir vor 10 Jahren auch nicht vorstellen können, was da für Fortschritte gemacht werden. Und man sagt ja immer, dass die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Und das stimmt tatsächlich. Und so mache ich halt auch mit dem iPhone tatsächlich das ein oder andere wirklich gute Foto.
Als kleine Kamera habe ich zusätzlich noch, ist auch ein kleiner Tipp von mir, ziemlich gut, kann man ganz gut gebraucht auf eBay erwerben, eine Fujifilm X100. Hat auch ein, ist eine sehr kleine Kamera, hat trotzdem einen APS-C CMOS-Sensor und glaube ich 12 Megapixel. Hat so eine klassische Brennweite, ist eine Festbrennweite mit der Blende F2, 23 mm. Und hatte ich, glaube ich, gebraucht bei eBay vor zwei Jahren für 300 Euro oder sowas geholt. Und das ist so mein Äquivalent zu der Olympus, die Markus hat. Das ist so die Kamera, die ich oft einfach so mitnehme, weil es einfach, ja, ist eine kleine Taschenkamera. Aber ganz genauso muss ich sagen, ich fotografiere auch wahnsinnig viel mit dem Telefon einfach mittlerweile. Ja. Gut, wir haben eine allerletzte Frage und zwar, da kann Moritz garantiert auch ganz schön viel oder mit am meisten vielleicht sagen, welche Taschen nehmt ihr mit bei den extremen Bedingungen in der Natur, am Berg und natürlich auch im Flugzeug? Das ist immer so das nervige Thema, mit dem ganzen Kram zu reisen. Ich hatte bis vor kurzem einen Ewok-Fotorucksack, den großen Ewok-Fotorucksack, ich weiß nicht genau, wie er heißt. CP35, genau. War auch eigentlich recht zufrieden mit dem. Habe jetzt allerdings kurz vor der WM einen neuen Fotorucksack bekommen von Shimoda. Das ist eine amerikanische Firma mit einem sehr interessanten Ansatz. Bisher bin ich total zufrieden mit dem Rucksack. Ist so ein bisschen eine Umgewöhnung auf jeden Fall, weil die Aufteilung anders ist und das Konzept anders ist. Und ich dachte gerade so am Anfang, ja, mal schauen, wie ich damit klarkomme. Mittlerweile komme ich ganz gut damit klar. Da wird es demnächst dann auch einen Artikel, also einen Vorstellungsartikel auf MTB News geben. Dürfte ja auch eine interessante Sache sein für mountainbikende Fotografen oder fotografierende Mountainbiker. Ja, und den Rucksack werde ich jetzt in den nächsten Monaten ausgiebig testen, gerade im Winter, wenn das Wetter nicht so toll sein wird. Aber das ist derzeit so meine Lösung dafür. Ansonsten immer ein extrem wichtiges Accessoire ist der Regenschirm. Der sollte eigentlich standardmäßig an jedem Fotorucksack befestigt sein. Wer mal einen Tag erlebt hat, wo man keinen Regenschirm hatte und wo es in Strömen geregnet hat und man aber nicht jetzt irgendwie schnell ins Warme konnte, sondern auf dem Berg bleiben musste, der wird dieses tolle Accessoire zu schätzen wissen. Markus? Ich mache mir das ganz einfach und schmeiß einfach alles, was ich brauche, in meinen Rucksack rein. Da mache ich mir gar keinen großen Kopf. Die Geräte sind stabil genug. Zumindest wirbt Nikon damit, dass das Profimaterial ist und auch für den rauen Einsatz geeignet ist, Staub- und Feuchtigkeit resistent und so weiter. Also ich mache mir da keinen großen Kopf. Die 200 bis 400, die hat eine eigene Tasche mit Tragegurt und Stativbefestigung und so weiter. Das Ding ist immer dort drin, weil das würde sowieso in keinen Rucksack passen. Ja, und die kleine Olympus, na, die kann ich fast in die Jackentasche nehmen. Die ist wirklich so kompakt. Da muss ich jetzt auch nicht großartig irgendwie spezielle Taschen oder sowas dafür haben. Last but not least, Moritz hat es ja gerade schon erwähnt, mit Ewok oder Ewok war jetzt ein paar Mal drin. Ich bin ganz am Anfang, bin ich viel auf F-Stop unterwegs gewesen. Und jetzt bin ich aber seit einigen Jahren auch auf Ewok hängen geblieben und aber bei dem kleineren Bruder, nicht bei dem 35, sondern bei dem CP26 Liter. Das ist so eine Halbaufteilung, das heißt, man kriegt in die normale Tasche, kriegt man schon irgendwie mit Kamera, mit dem großen Tele plus drei Objektive plus ein oder zwei Blitze kriegt man rein, unten mit ein bisschen Sortieren und oben hat man aber trotzdem noch ein relativ großes Fach für Sonder- oder für normales Zeug und an der Seite ist noch eine relativ große Tasche und ein Laptop kriegt man rein. Das ist für mich so der ideale Reisefotorucksack, der passt auch gerade noch so mit den Gepäckmaßen ins Flugzeug, das wurde ja auch in der Frage erwähnt. Man sollte eigentlich relativ, oder ich versuche meistens je nach Flug relativ zügig reinzukommen, weil es ganz oft so ist, dass also der braucht schon ein bisschen Platz, der ist zwar offiziell auch dafür gedacht, aber er braucht doch eigentlich, er füllt dann meistens das komplette Gepäckfach irgendwie aus. Das heißt, sonst muss man relativ viel quetschen irgendwie und oder woanders hin und deswegen
gucke ich schon, dass ich dann den relativ zügig verstaut kriege, aber für mich reicht der halt vollkommen aus. Ich nehme meistens gar nicht so viele Objektive mit, normalerweise so maximal 3. Und von daher ist das so aktuell mein Rucksack der Wahl, der auch sehr strapazierfähig ist. Genau. Das wären, glaube ich, so die meisten Fragen. Wir werden sicherlich noch einen zweiten Teil machen. Da werden wir ein bisschen was über unsere Backups, unsere Workflows und so erzählen. Ich denke, das wird jetzt ein bisschen spät alles. Was ist los? So, hier hatte ich dann gemerkt, dass die Aufnahme seit etlichen Minuten nicht gelaufen ist. Alles, was jetzt hier folgt, ist dann wieder ganz normal live aufgenommen. Und ich hoffe, dass so ein Fehler nicht nochmal passiert und werde entsprechend beim nächsten Mal auch für meine Audiospur ein lokales Backup anfertigen. Dann kann man zumindest im Notfall darauf zurückgreifen. Entschuldigt bitte den Fehler, es soll nicht nochmal vorkommen. Ja, wir haben nachdem Markus sehr viele unflätige Ausdrücke benutzt hat, machen wir jetzt noch kurz diese Folge, diese komplette Chaos-Folge jetzt hier, das gibt's ja gar nicht. Beenden wir irgendwie noch, nachdem wir das Fotothema jetzt hier erstmal durchhaben. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu dem Fotothema. Ich grätsch dir jetzt einfach mal von der Seite rein oder von hinten wie Bellarabi. Und zwar, wir haben ja jetzt also das Thema Fotografie ein bisschen angeschnitten. Es ist extrem komplex. Wenn ihr Zuhörer Fragen habt, dann schreibt ihr doch einfach in die Kommentare und dann sammeln wir das so ein bisschen und werden demnächst nochmal drauf eingehen. Jo, gute Idee. Ja, so Interaktion und so. Oder wenn ihr zum Beispiel das gibt es glaube ich bei Spiegel, so eine Fotobesprechung, wenn ihr spezielle Fotos habt und sagt, ich habe jetzt 1000 Mal versucht, hier was Cooles zu fotografieren, aber irgendwie ist es nicht so geil, dann postet doch einfach das Bild rein in die Kommentare und wir können vielleicht Hilfestellung dazu geben. Wir nehmen oder das dann so andere richtig Leute, die das sehen in den Kommentaren. Das ist ja das Schöne, das ist ja dann oder so. Endlich und ja. Ja. Gute Idee. Gut, kommen wir zu unserer beliebten Kategorie Schaut, was ich gekauft habe. Ich habe etwas gekauft, das hat sehr viel mit Audio zu tun. Und zwar habe ich mir erstmal ein Autoradio gekauft, weil ich relativ viel Auto fahre und unser Radio ein reines CD-Radio ist und da ich nicht mehr allzu viele CDs brenne und keine Lust habe, Radio zu hören und auch keine Lust habe, diese FM-Transmitter zu benutzen, habe ich ein Autoradio gekauft. Und das funktioniert jetzt und ich habe eine Freisprecheinlage und Anlage und Bluetooth und das ganze Zeug drumherum. Und dann habe ich vorhin noch Lautsprecher gekauft, über die ich aber das nächste Mal referieren werde, wenn sie da sind und angeschlossen und so weiter und so fort. Und das war wahrscheinlich jetzt doch wieder etwas teurer, als im Endeffekt eigentlich ich mir gedacht habe bei dem günstigen Plattenspieler. Es ist doch etwas ausgeartet, aber ich glaube, ich habe einen ganz guten Kauf gemacht. Hoffe ich jedenfalls. Und ich bin gespannt, wenn das ankommt. Ich glaube, das Paket wiegt, ich glaube, über 40 Kilo, glaube ich. Und dann brauchst du jetzt nur noch Schallplatten, ne? Das ja, so ein paar habe ich hier, aber es kommt ja demnächst eine an, denn das ist, das habe ich mir vor einigen Monaten schon gekauft. Ich weiß nicht, wer Finn Kliman kennt, der hat ein Album gemacht. Das ist Finn Kliman, der Heimwerker King, verlinken wir natürlich in den Shownotes. Sehr lustige YouTube-Videos und der ist auch Musiker und hat ein Album gemacht und davon habe ich mir die Box gekauft mit Vinyl zusätzlich. Und da habe ich mir gedacht, zur Feier dieser Box, damit ging das überhaupt los mit dem Plattenspieler. Hole ich mir einen Plattenspieler. Sag mal, das ist so ein YouTube-Trash, mit dem du mich immer belästigst tagsüber, ja? Ich glaube, von Finn Kliman habe ich dir noch nie was geschickt, aber das werde ich ab jetzt natürlich machen. Ich muss nichts gesagt. Ja, Moritz, hast du dir irgendwas gekauft? Außer ein Auto vielleicht wieder? Nein, ich habe mir nichts gekauft. Ich habe gerade extra parallel, während du erzählt hast, noch meine Banking-App auf dem Handy gecheckt, um zu schauen, ob ich für irgendwas in letzter Zeit Geld überwiesen habe. Da ist die Rechnung noch nicht gekommen, den habe ich heute Morgen erst gefunden. So wirklich gekauft, aber dadurch, dass ich jetzt eben auch viel unterwegs war, bin ich nicht zum Shoppen gekommen. Wurde denn in Brandenburg etwas erworben? Ja, ich warte noch auf meinen Strafzettel aus Dänemark. Die 510 Kronen oder was das waren, die haben sich noch nicht gemeldet. Mal gucken, ansonsten habe ich mir nur eine Bratwurst.
Wort. Gekauft. Ich dachte, es hat mich total erschreckt. Ich habe mir auch nichts gekauft, habe aber eine Sache in der letzten Folge vergessen zu erwähnen, die ich mir gekauft hatte. Die konnte ich zwischenzeitlich ausprobieren und bin halbwegs, naja, begeistert wäre jetzt übertrieben, aber ich finde es cool. Und zwar habe ich mir so eine Kettensägenkette mit zwei Schlaufen rechts und links gekauft, um mal ein bisschen unterwegs aufzuräumen. Hatte ich hier bei uns in der Redaktion nachgefragt. Der Jens hatte das schon mal in einem abgefahrenen Artikel vorgestellt, so ein Teil. Hannes hatte auch eine, der hat mir ein Video geschickt mit dem Teil im Einsatz. Und da dachte ich, okay, jetzt bevor ich mir irgendeine teure Fiskars-Säge oder sowas kaufe, gebe ich einfach mal die 10 Euro für so eine Handkettensäge aus und jo, hab die auch schon eingesetzt auf den Trails und hab schon den ein oder anderen Stamm beseitigt. So maximal bin ich jetzt bei 20 Zentimeter, was bei Laubholz schon ein ganz schöner Kraftakt ist, wenn man das allein macht. Und hab jetzt aber noch so drei Stämme im Weg, die jeweils, naja, schätzungsweise 45, 50 Zentimeter sind. Und da weiß ich noch nicht, ob ich da vielleicht nicht doch mal einfach eine richtige Stiel in den Rucksack packe und das Ding mal 5 Minuten laufen lasse, weil ich glaube, das ist mit der Handkettensäge dann doch zu viel alleine. Oder ich mache das als Winterprojekt und mache jedes Mal so ein bisschen wie das Eichhörnchen. Und zum Frühjahr ist dann auf dem Segment wieder alles frei. Mal gucken. Auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Ist nicht groß, lässt sich zusammenfalten, hat eine schöne Tasche dazu, passt zum Rucksack, fällt nicht weiter auf. Jo, kann ich empfehlen. Cooles Ding. Demnächst Timbersports Brandenburg. Ja, genau. Noch die Axt schleifen. Die 4 Meter lange Kettensäge. Kleinen V8 hinten dran, genau. Mhm. Ja, das ist wirklich ein gutes Teil, das kann ich bestätigen. Kein Thema, wenig Regeln, da werden wir heute mal nichts zu sagen. Wir hätten einen einzigen Bike-Hack für dieses Mal, weil, wie gesagt, wir sind mal wieder etwas spät dran heute. Und zwar kommt der Bike-Hack vom Leser Marcel291. Und der geht auch, wir sind auch wieder bei Ketten jetzt gerade, allerdings bei Kettenschlössern. Und zwar braucht er da nicht mal Werkzeug für. Er hat geschrieben, mein Bike-Hack für eure 12. Sendung, Kettenschlösser jederzeit und überall öffnen und zwar ohne Spezialwerkzeug. Hierzu einfach links und rechts vom Kettenschloss einen Schaltzug oder Schnürsenkel oder ähnliches durchfädeln, auf der anderen Seite überkreuzen und an den Enden feste ziehen. Und schon ist die Kette offen. Das ist auf jeden Fall eine so simple wie intelligente Lösung, die ich auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren werde, wenn man seine Kette mal irgendwo aufmachen muss. Und wir bedanken uns für diesen Leser-Bike-Hack. Schreibt auch weiterhin Bikehacks für uns. Ja, damit wären wir eigentlich jetzt schon fast am Ende. Ist es schon wieder soweit? Mhm. Krass. Die Zeit verging ja, als ob hier was fehlen würde. Ach Mann. Moritz, wie war dein Wasser? Schmackofatz. Schmackofatz, da muss ich mal. Also, ja, das stimmt schon so, ja. Ja, das ist richtig. Genauso wird es geschrieben, ja. Ach ja. Ja, okay. Ja. Markus, wie war es in Memphis? Ja, mein Elvis Juice. Tom, bitte schick mir mehr. Das ist echt geil, das Zeug. Mir super gefallen, hat nicht lange gehalten, hier war ruckzuck weg. Ja, möchte ich gern mehr davon. Habe ich hier tatsächlich noch nie gesehen in der Gegend. Ich muss mal die Augen offen halten. Und dein das Dolden Null hat ebenfalls sehr lecker geschmeckt. Wie gesagt, ich würde fast sagen, diese Tiefgründigkeit eines alkoholhaltigen Bieres, die fehlt so ein bisschen. Es ist halt ein bisschen wässriger, nicht ganz so 100% gehaltvoll wie ein normales Bier, aber der Geschmack stimmt auf jeden Fall und bitter ist es auch, aber auf eine positive Art und Weise. Und von daher muss ich wirklich sagen, es ist eine gute Alternative, wenn man mal keinen Alkohol trinken will. Also doch, auf jeden Fall ist auf einem ähnlich guten Niveau wie das Wolf's Craft von letzter Woche, von letztem Mal. Schön. Mhm. So, zack, notiert. Super. Ah, herrlich. Sind wir durch? Nee, genau. Wir haben eine ganz, ganz kleine neue Rubrik noch.
die wir hier reinbauen, und zwar die Empfehlung. Egal, was es zu empfehlen gibt, ob das jetzt, ob das ein Produkt ist oder etwas, was ihr gehört oder gelesen oder gesehen habt, da werden wir jetzt jedes Mal irgendwas zu erzählen. Mir ist es aufgefallen, weil ich doch relativ häufig Podcasts höre, und da haben die ganz oft, da gibt es bei vielen, die so eine Empfehlung am Schluss haben. Und ich fange direkt mal an. Ich würde gerne zwei Podcasts empfehlen, und zwar zum ersten Mal, den Podcast Moin Cherie. Das ist ein Podcast von zwei Mädels aus Hamburg, die zwar, ja, fast richtig geschrieben, Markus, wie Moin Cherie, eigentlich fast, aber Moin Cherie, zwei Mädels aus Hamburg bzw. Berlin, ja, und die quatschen einfach nur irgendeine Stunde lang über diverse Themen. Die haben einen sehr interessanten, ja, was für ein geiles Konzept. Es ist halt so, wie ein Podcast halt auch immer mal läuft. die haben tatsächlich es ist sehr angenehm zuzuhören, weil die sehr viele verschiedene Themen haben. Letztes Mal haben sie über Japan gesprochen, über Japan-Aufenthalte. Es ist kein spezieller Themen-Podcast, es ist einfach nur irgendwie nett zu hören zwischendurch. Fand ich jetzt ganz gut, ich glaube, zwei Folgen, die ich gehört habe. Und gibt es den Podcast VMAF mit Nils Bokelberg, den kennt vielleicht noch der ein oder andere Viva-Hörer von früher. Genauso. VMAF steht für Wiedersehen macht Freude, und was Nils Bokelberg und seine Frau oder seine Freundin machen, ist, sie besprechen Filme mit jeweils einem Prominenten, unter anderem unser guter Kollege Micky Beisenherz war dabei oder Olli Schulz oder Olli P. Gott. War letztens da, das war sehr interessant, es wurde der Film Police Academy mit Olli P. besprochen, das war eine sehr lustige Angelegenheit. Das Ganze ist sehr, sehr amüsant und kurzweilig und definitiv alle Empfehlungen von mir. Olli P. sagt mir gerade gar nichts. Ein Sänger, und der hat früher im GZSZ, glaube ich, mitgespielt. Okay, krass. Genau, sagt mir gar nichts. Das wäre es von mir. Jo, cool. Das ist jetzt natürlich voll reingegrätscht mit, wie hat Moritz das vorhin genannt, auf dem kalten Fuß, auf dem falschen Fuß. Das voll auf dem kalten Fall Fuß gesagt. Kalten das Fuß ergibt gar keinen Sinn. Genau, und Tom hatte nämlich nicht nur ein Bier, sondern fünf reingepackt, dann wissen wir jetzt alle. Nein, ich hatte gar keine Zeit zum Überlegen, was ich empfehlen soll, aber ich glaube, ich empfehle eine Fernsehserie. Und zwar nicht Better Call Saul, weil das wahrscheinlich jeder empfehlen würde und sowieso schon jeder gesehen hat zurzeit, aber eine Serie, die schon ein paar Jahre älter ist, und zwar von 2009. Eine Comedy-Serie, und die nennt sich Parks and Recreation. Ich glaube, die wurde nie synchronisiert nach Deutsch, ist aber auch nicht notwendig, weil die auch im Original schon sehr lustig ist. Kann ich empfehlen. Gucken wir zurzeit mal wieder. Ist auch sowas, was man einfach irgendwie alle paar Jahre sich nochmal reinlegen kann und einmal durchschauen kann. Großartiger Humor. Sei hiermit empfohlen. Cool. Sagt mir gar nichts. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Wo gibt's die denn? keine Ahnung, beim Streamingdienst deines Vertrauens vielleicht. Ich habe mir mal die DVDs bestellt in Amerika. Und da ist das drauf. Okay. Wie gesagt, die ist sehr neu, diese Empfehlungskategorie. Moritz, hast du etwas? Ansonsten hätte ich ja für dich schon eine Sache mit empfohlen. Ah. Nee, ich hatte gehofft, dass ich jetzt einfach überleiten kann mit der Verabschiedung. Empfehlen. Du kannst dich empfehlen. Wir empfehlen uns statt, heute. Ja, okay, ich empfehle gleich. Euch. Man empfiehlt dich, Alter. Was? Meine Empfehlung der Woche ist bring ich mal so ein bisschen Kontroverse rein. Was ich ganz cool finde, ist das neue Specialized Turbolevo. Deswegen empfehle ich euch, jetzt hier exklusiv auf www.emtb-news.de vorbeizuschauen und euch die beiden Artikel von Rico durchzulesen. Da erfahrt ihr alles über das neue Pedelec der Extraklasse. Weißt du, wie das klang? Sorry, wenn ich da so reingreife. Heute empfehle ich exklusiv hier das Turbolevo auf EMTB News.
Klang so ein bisschen wie der Kalle. Hier, zack, Flugsteig, A40, Briefmarke auf den Arsch. Ja, eine gute Empfehlung. Sieht tatsächlich, ja, ist ein sehr, sehr feines Fahrrad. Ja. Sieht schön aus. Aber kontrovers, ja. Die so langsam bekommen sie das hin mit dem Design der E-Bikes, finde ich. Das ist, einige Marken haben das jetzt im Programm mit den integrierten Akkus. Und das ist der, ja, glaube ich, der Weg, der gegangen werden muss, um das für so viele Leute erträglich und zu machen. Bevor uns jetzt sämtliche Hörer abspringen, hören wir jetzt Richter lieber auf zu erzählen. Ja, und wir werden ja auch eigentlich durch. Haben wir wieder nur knackige 1,45 oder was? Wie viel haben wir? Kannst du ja nicht wissen, der Hälfte ist ja weg. Keine Ahnung. Sind, ja, schön 17 Mann. Minuten. Ja, das wäre eine super Empfehlung. Ey Markus, wenn wir einen Podcast aufnehmen, so, dann nimm auf. Wir freuen uns, also Moritz und ich freuen uns auch schon, euch zur nächsten Folge dann zu begrüßen. Kartoffelschicker. Ja, du hast das Game langsam raus. Das ist also ganz schlecht. Okay. Ja. Ja, dann hau da jetzt hier, zack die Granaten raus. Wenn's persönlich wird, zückt er die. Hast du noch einen? Zückt er die Sprüche, ja. Nein? Nee. Nee. Ja, stopp, eine Aufforderung nicht. Du musst ihn anstacheln. Nee. Das habe ich doch gar nicht drauf, schade. Hast du noch irgendeinen, den wir lange nicht mehr gehört haben? Nee. Nee. Also dann. Ihr wartet drauf. Ja, also wenn du jetzt nicht noch einen raushaust, dann kann ich leider meine Datei nicht hochladen. Ich glaube, ich habe auch gar nicht aufgenommen jetzt. Ganz schön doof da. Doof. Ich habe jetzt leider keine Beleidigung hier weiter. Das ist schade. Nee, lass mal nächstes Mal erstmal was aufheben fürs nächste Mal. Dann. Nein. Ja? Ja, ja. Ja. Moritz, das bleibt standhaft. Hambi bleibt. Müssen wir hart bleiben. Ja, okay. So, hast du gemerkt, mit dem politischen Statement bist du vielleicht nicht an der richtigen Adresse in dem Podcast. Gut. Ja, aber auch gut. Weißt du, was passiert hier? Wird demonstriert und du kaufst dir so eine Säge für die Hand. Also hier, ja. Ja, stimmt. Das ist eigentlich auch mal, ja, genau, echt. Man muss immer aufpassen, welche Nachrichten man transportiert mit seinem Handeln. Ne? Ja. Absolut, ja. Nachrichten immer in Maßen genießen. Okay, jetzt sind wir bei den billigen Wortspielen. Dieser Podcast wird präsentiert von RWE. Oh. Wie ist das eigentlich bei uns? Wollen wir uns nicht mal sponsoren lassen? Ja, muss ja nicht gleich da RWE doch, sein. Da hing doch früher so ein Plakat in deiner Nähe so immer, Markus. So ein großes Plakat. Ja. Ja. Ich weiß es gerade auch nicht. Von was war das noch gleich? Schon lange nicht mehr Bioladen oder so. Ja. Markus. Ach, du meinst Dildo King. Da, wo du auch das T-Shirt von hast. Genau. Selfie mache ich beim nächsten Mal. Wobei, da gibt es auch genug Fotos von der Arbeit, oder? Eins gibt es auf jeden Fall. Ja. Finden wir bestimmt was. Ja, such mal raus in den Shownotes. Okay, also das nächste Mal mit einem Sponsor eurer Wahl. Wenn ihr uns sponsern wollt, sagt Bescheid. Wir sind ganz genau. Meldet euch bei Markus Dildo King Jaschen. Und das nächste Mal dann auch wieder mit vollständiger Aufnahme. Ich guck mal, ob ich für mich auch noch irgendwie eine Backup-Spur. Ja, das merkt ihr eh nicht. Markus spricht nämlich alles detailgetreu nach gleich. Nein, du musst jetzt natürlich in Markus der Vergangenheit natürlich reden. Alles, Markus hat, habt ihr schon gemerkt, dass es irgendwas anders war heute? Markus hat nämlich alles nachgesprochen. Haha. Die ganze Zeit beleidigt. Alles denn vor dem Nachsprechen muss ich auch erst beim Bier trinken, um auf Fahrt zu kommen. Ist ja geil. Ja. Da findet man immer Ausreden. Ja, ich auch nicht. Hast du jetzt noch hier haben jetzt mal. Ja, ich auch nicht. Bock mehr. Markus, ne? Ja. Alles auf Horst. Nee. Ah, zack, alles klar. Gut, ja, bis dann, Moruk. Ah, gut. Ciao. Haut rein. Alles klar. War cool, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja, alles klar. Tschüss, dann, Moruk.